Mein Name ist Jan Kuss, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Raceloft GmbH. Wie kam es zu Interactive Cologne? Die Idee entstand eigentlich in Dublin. Ich fand einfach die Web Summit letztes Jahr total cool. Eine schöne Konferenz, sehr viele Aussteller und sehr viele Leute und vor allen Dingen die ganzen Partyreihen, die drumherum standen, waren und diese Satelliten-Events. Und dann habe ich mit Joachim Franken dann letztes Jahr auch auf der NOAA in London drüber gesprochen und er fand das auch ganz nett, dass wir die Idee einfach ganz nett, dass wir das mal in Köln machen. Ja, und so sind wir dann schnell zusammengekommen, mit Kai Tierhoff, der früher die Advance Conference gemacht hat und die wir zusammen mit dem Advance Hackathon gemacht haben. Und dann über Joachim mit Ralf Christoph und Norbert Oberhausen von der CO-Pop und CNB. Und so ist Interactive Cologne entstanden. Uns erwartet auf der Interactive Cologne, glaube ich, sehr viele spannende Sachen. Also vor allen Dingen die Mischung zwischen dem Hackathon und der Startup Conference und dann halt noch mit dem Musikfestival und der CNB, der Creativity and Business Convention. Das ist einfach, das soll einfach schön werden, das soll eigentlich eine Party werden, so von Montag bis Sonntag und alle sollen Spaß haben. Es ist natürlich nicht einfach, so eine Konferenz zu organisieren. Unser Core-Team sitzt wirklich täglich, Fulltime-Job gerade dran, das Ding auf die Beine zu stemmen. Der Kai Tierhoff, der organisiert die Startup-Konferenz und holt halt super Speaker rein. Der Norbert Oberhaus und Ralf Christoph sind die ganze Zeit mit der CO-Pop-Organisation beschäftigt und der CMB-Organisation. Joachim Franken und Ben kümmern sich um das Web de Cologne-Event am Donnerstag. Ich bin zuständig für den Hackathon und für alle Hackparts während der Interactive Cologne. Montag, den Webmontag, am Dienstag und Mittwoch den Hackathon und am Freitag das Hackers for Non-Hackers und das DevOps Friday, was ich schon seit Jahren organisiere hier im Startplatz. Am Samstag, Sonntag chillen wir dann halt bei Konzerten während der CO-Pop. Und ich freue mich riesig drauf. Es ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Ich hoffe mal, das wird echt eine coole Veranstaltung. Ich finde, für Köln ist Interactive Cologne, für Köln und Nordrhein-Westfalen, kann eine sehr wichtige Veranstaltung werden. Die Szene muss sich einfach ein bisschen mehr vernetzen. Es ist cool, dass es schon sehr viele Startup-Conferences gibt, dass es Hackathons gibt, dass es Meetups gibt. Aber das nochmal in so einer Woche komprimiert, wo die ganze Szene und nicht nur die Kölner Szene, sondern auch die Szene aus NRW, aus Deutschland und die Vision ist international, zusammenkommen und wir dann wirklich eine schöne Party feiern. Das ist halt, glaube ich, einfach etwas, was die Gesellschaft braucht. Unterstützung bekommen wir natürlich auch, also nicht nur aus dem Privatsektor, sondern auch von Medien NRW, von der Stadt Köln, die uns hier gerade auch im Bereich Open Data sehr massiv unterstützt haben. Und ohne diese Partner würde die Veranstaltung nicht stattfinden. Wir haben natürlich viel, viel mehr Sponsoren, also zu nennen sind noch Microsoft und Aux Money als unsere Platinum-Sponsor und Grandcentrics als Gold-Sponsor. Und alle anderen, also ein riesen Dankeschön an alle, die diese Szene hier unterstützen. Damit das Event richtig spannend wird und damit es auch groß wird, ist natürlich das Wichtige, dass wir genug Publikum haben. Und ich möchte hiermit auch alle animieren, egal aus welcher Branche ihr kommt, ob ihr Hacker seid, ob ihr Startup seid, ob ihr aus der Kreativbranche kommt, ob ihr Musiker seid oder Künstler, ist egal. Taucht einfach auf. Wir haben genügend Events jeden Tag, von Montag bis Sonntag und ihr seid damit alle herzlich eingeladen.